neben mir sitzt Sonja Simol-Mikic, kennen Sie alle, seit 2014 als Chefredakteurin des WDR, zuvor aber noch viel länger als Reporterin, als Chefin von Monitor und als Auslandskorrespondentin in Moskau und Paris. Neben ihr Klaus Brinkbäumer, seit 3 Jahren Chefredakteur des Spiegel, wo er auch den Großteil seines Journalistenlebens verbracht hat, als Reporter in mehreren Ressorts, von Sport angefangen bis hin zu Deutschland, bis New York, wo er 4 Jahre lang Korrespondent war und auch Herausgeber nunmehr von Spiegel Online. Und Roger de Weck hier neben mir war bis vor wenigen Wochen Generaldirektor des Schweizer Rundfunks, der gerade eine sehr, sehr spannende Zeit erlebt, darüber werden wir auch noch sprechen, kennt aber auch Deutschland sehr, sehr gut. Er war lange leitender Redakteur und auch Chefredakteur der Zeit, dann des Zürcher Tagesanzeigers in der Schweiz und dann eben bei der SRG. Frau Mikic, ich möchte gerne mit Ihnen beginnen, weil Sie quasi die Öffentlich-Rechtliche hier am Podium aus Deutschland sind. Und ich möchte beginnen an dem Wahlabend, wo die berühmten 12,6% entstanden sind. Da saß in der Berliner Runde Herr Herrmann von der CSU und hat den bekannt gewordenen Satz gesagt, es wird darüber zu diskutieren sein, in welchem Ausmaß in den letzten Wochen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender massiv dazu beigetragen haben, die AfD nicht klein zu machen, sondern groß zu machen. Das ist jetzt 3,5 Monate her. Haben Sie es ausdiskutiert? Waren ARD und ZDF für die 12,6% verantwortlich? Nein, es war nicht dafür verantwortlich. Und der Satz, der sagte für mich nur aus, Zerstreuung, Ablenkung von eigenem Versagen, von eigenem politischen, von mangelnden politischen Angeboten der Parteien. Und die AfD ist stark gemacht worden durch sehr viele verschiedene Faktoren. Sicherlich ist die AfD auch sichtbar gemacht worden durch die Medien. Das ist aber auch unsere Aufgabe. Wir müssen sichtbar machen, was ist. Und was ich sehr interessant fand, ich habe dann in Vorbereitung dieser Sendung nochmal mir Sendungstitel der letzten Jahre, auch vor der großen Flüchtlingswelle, schlechtes Wort, aber ich benutze es jetzt mal kurz, angeschaut. Und wie hat eigentlich die Berichterstattung angefangen in den Öffentlich-Rechtlichen? Da war zunächst einmal meiner Meinung nach auch völlig legitim das Interesse an einer Partei, die sagten, Europa ist schlecht für euch, D-Mark ist gut für euch, das war die Professorenpartei, Luke Henkel. Und damit haben sich die Talkshows, die Sendungen, die Politmagazine und so weiter befasst, auch auf der Grundlage, der sachlich gegebenen Grundlage, dass es Fragen der breiten Bevölkerung gab, was passiert da eigentlich in Brüssel, ist das gut, ist das schlecht, warum ist Finanzkapital so stark und so weiter. Das war also ein Spiegelbild dessen, was in der Gesellschaft diskutiert wurde. So, dann ging es so ganz langsam natürlich. Erstmal gab es dann den Austritt der Professoren sozusagen und den Auftritt der Rechten. Da gab es dann auch zunächst einmal bei öffentlich-rechtlichen Journalisten unterschiedliche Reflexe. Die einen sagten, mit Rechten spielen wir nicht, mit denen reden wir überhaupt nicht. Bei den anderen war es auch eine Herausforderung, Gott sei bei uns, ist sozusagen jetzt aufgetreten, die müssen wir jetzt enttarnen, entlarven, also durchaus mit so einer politischen Haltung. Sie sind eingeladen worden, aber nochmal, ich kann Ihnen versichern, wenn es interessiert, ich habe sogar alles schön aufgelistet, wie oft Sie eingeladen wurden. Sie waren nicht überproportional. Das muss man zur Kenntnis nehmen, auch wenn es vielleicht anders wirkte. Sie waren nicht überproportional. Sie waren in einer Zeit, da Flüchtlinge, Terrorangst, Angst vor Globalisierung und so weiter, die großen Themen waren, haben wir uns mit Parteien auseinandergesetzt, die in 13 Landesparlamenten saßen und so weiter. So, jetzt trotzdem müssen wir uns darüber unterhalten, das können wir auch gleich ein bisschen länger machen, ich will jetzt nicht monologisieren, wie die Wirkung ist, ja? Auch wenn vielleicht nur 2-3 Mal so ein AfDler auftritt und dann etwas absondert. Wie ist die Wirkung? Das können wir aber dann auf die Medien insgesamt dann auch ausbreiten. Über welche Stöckchen springt man, über welche nicht? Welche Zitate analysiert und seziert man, welche nicht? Genau, zu dem möchte ich gerne noch kommen. Übrigens, weil am Tag nach dieser Berliner Runde ist der Spiegel erschienen mit einem auch mittlerweile berühmt gewordenen
Cover. Das war ein ziemlich düster, diabolisches Titelbild, unter dem stand Sie sind da, natürlich eine Anspielung auf diesen bekannten Roman Er ist wieder da, und drunter stand Die AfD überrollt die Großparteien. War das für eine 12,6%-Partei nicht ein bisschen gar groß gegriffen? Ach, wie es so oft ist bei Titelbildern, wenn man sie dann mit ein bisschen zeitlichem Abstand nochmal betrachtet, fragt man sich, wird man es genauso wieder machen? Und ich glaube, das Wort überrollt würde ich heute nicht nochmal nehmen, weil das rein mathematisch natürlich nicht stimmte. Vom Eindruck her, den wir an dem Abend hatten und den, glaube ich, viele, die Wahl beobachtet haben, an dem Abend hatten, stimmte es. Es war ein für viele überwältigendes oder überrollendes Wahlergebnis. Beide großen Parteien sind abgestraft worden, haben enorme Verluste erlitten, die Große Koalition in beiden Parteien hat wirklich sehr, sehr deutlich verloren. Die AfD ist, und das halten wir für historisch, in den Bundestag eingezogen mit einem deutlich zweistelligen Ergebnis. Das Bild fand ich angemessen, das Cover war angemessen, das Wort überrollt ist eine Spur zu weit, glaube ich, und ein Titelbild an so einem Abend macht man in 3-4 Stunden und dann verrutscht auch mal ganz leicht ein Wort. Ich habe es nicht zurückzunehmen, aber wenn wir so aus der Rückschau, würde ich sagen, eine Spur dezenter wäre besser gewesen. Ja. Die Frage, die ja dahinter steht, ist, haben die Medien die AfD hochgeschrieben? Nein, natürlich nicht. Wir haben über die AfD investigativ berichtet, wir haben Dinge in Sachsen enthüllt, da ging es um Falschaussage Frauke Petris, wir haben über Finanzierung der AfD recherchiert und geschrieben. Wir haben bestimmt nicht mehr Interviews mit AfD-Politikern und schon gar keine schmeichelhaften Porträts über AfD-Politiker geschrieben als über die Politiker anderer Parteien. Nein, 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 nein. Also selbstverständlich nicht. Herr De Weck, Sie kennen als langjähriger Zeitredakteur Deutschland sehr gut, aber natürlich auch die Schweiz. Und da ist die Situation ja ganz anders. Die SVP, eine Art Schwesterpartei der AfD, hat nicht 13%, sondern fast 30% und ist seit 1999 die stärkste Partei in der Schweiz, sitzt auch seit langem in der Regierung. Wie sehr sind denn da die Medien dafür verantwortlich? In der direkten Demokratie gibt es Volksbegehren. Diese Volksbegehren, viele der vergangenen Jahre, wurden lanciert von den populistischen Kräften. Und dann wird am Radio, am Fernsehen, in den Zeitungen darüber debattiert. Das heißt, von Anfang an gab es nicht die Debatte, die es in Deutschland gab, über das Ausmaß der Präsenz populistischer Kräfte in den Medien, weil sie schlicht und einfach einer der Hauptakteure schweizerischer Politik geworden waren. Es hat natürlich die Art und Weise der Debatte verändert. Sie ist im Politischen immer auch ein Schlagabtausch gewesen und nicht bloß Diskurs im Sinne von Jürgen Habermas. Aber das wurde noch mehr der Fall. Und das ist selbstverständlich etwas, was die Art und Weise, wie in den Schweizer Medien gearbeitet wird, mitgeprägt hat. Es hat auch den Versuch gegeben, hier Korrekturen anzubringen, die Formate der Debatten so anzulegen, dass das Sachliche möglicherweise besser zum Zuge kommt, anstelle des reinen Austauschs von Schlagwörtern. Aber wenn wir mal Populismus in einer Gesellschaft haben, ist dieser Gift da. Ob man diesen Gift irgendwie ein bisschen auf die Seite tut oder ob er mittendrin ist in der Debatte, es bleibt dieses Gift. Ich glaube, die größere Versuchung, wenn Sie mir noch eine Minute geben, ist, viele Stilmittel der Populisten sind die Stilmittel des Sensationsjournalismus. Die schreckliche Vereinfachung, in meiner Muttersprache la terrible simplification. Die Konfliktstilisierung, wo wir wissen, dass gute Politik am Schluss hin Kompromisse zu münden hat. Wir und die anderen, das, was uns heute auch zusammenführt, diese Polarisierung.
eine Showfähigkeit, die absticht gegen die Langeweile herkömmlicher bürgerlicher Politik. Der Versuch, letztlich in einer komplexer werdenden Welt immer einfache Lösungen zu bieten. All diese Stilmittel der Populisten sind die Stilmittel des Boulevards. Und die Versuchung für einen Teil des Medienbetriebs, sich dem hinzugeben, weil das zieht, weil das interessant ist, weil das jedenfalls Leserinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Nutzer lockt, die ist vorhanden. Redaktionen sind in zweierlei Hinsicht ein Spiegel der Gesellschaft. Sie spiegeln das, was sich in der Gesellschaft tut, aber gleichzeitig sind sie soziologisch auch geprägt von dem, was sich in dieser Gesellschaft tut. Und da ist diese Ambivalenz da. Ich glaube, das Wichtigste überhaupt für Redaktionen ist, dass sie sich keine Agenda beugen, am wenigsten der Agenda der Populisten, die vielleicht vordergründig, was die medialen Mechanismen betrifft, die attraktivste ist. Und Themen setzen, statt sich Themen vorsetzen zu lassen, das ist Unabhängigkeit. Wenn ich Sie da zusammenfasse, könnte man ja sagen, dass Boulevardmedien und populistische Parteien gemeinsam haben, dass sie nicht primär an die Urteilsfähigkeit und den Verstand des Publikums appellieren, sondern eher an Emotion und Ressentiment. Sie bewirtschaften Ängste, Emotionen und beide, wenn ich es etwas zuspitze, wenden sich letztlich gar nicht an die Bürgerinnen und die Bürger, sondern an die Verbraucherinnen und Verbraucher von Politik. Man könnte also sozusagen sagen, Populismus ist so etwas wie Boulevardpolitik. Ja, und die Boulevardisierung der Politik und die Boulevardisierung der Medien ist ja fast im Gleichklang fortgeschritten. Nun gibt es da in Österreich ein klares Beispiel dafür, die mit Abstand größte Tageszeitung im Land ist die Kronenzeitung. Sie alle kennen so etwas nicht. Die Kronenzeitung hat in einem Land mit 8,8 Millionen Einwohnern weit über 2 Millionen Leser täglich und einen wahnsinnig erfolgreichen Social-Media-Auftritt, der in Ping-Pong spielt mit dem noch erfolgreicheren Social-Media-Auftritt von FPÖ-Chef Strache. Da werden sehr viele Beiträge gegenseitig geteilt. Diesen Zusammenhang kann man in Österreich sehr eindeutig sehen. Jetzt in Deutschland habe ich das irgendwie ambivalenter beobachtet. Die Bild-Zeitung, die nicht annähernd so groß ist wie die Krone-Zeitung, aber doch sehr groß, hat am Anfang der AfD in der Griechenland-Euro-Debatte sehr emotionalisierende, emotionalisierende Artikel über Griechenland geschrieben. In der Flüchtlingsdebatte gab es eine Refugee-Welcome-Aktion der Bild-Zeitung. Erst vor wenigen Tagen hat die Bild-Chefredakteurin die AfD in einem Kommentar Gesindel genannt. Wie ist dieses Zusammenspiel in Deutschland? Gibt es das da auch so? Wird die AfD von den Boulevardmedien befördert, nicht befördert? Also es ist bei weitem nicht so, so eindeutig, wie es zum Beispiel in Amerika ist. In Amerika hat, wenn ich den Exkurs ganz kurz machen darf, hat Breitbart verstanden, das ist das ehemalige Medium von Stephen Bannon, der jetzt das gerade verlassen musste, welche Kraft Social Media haben und hat vor der Wahl Donald Trumps, also vor der letzten Präsidentenwahl, über Social Media und vor allem über die Sharing-Funktion, also das Teilen von Falschmeldungen und Meldungen, es waren nicht alle falsch, aber viele waren falsch, mehr Traffic erreicht als die New York Times, ja, die kleine rechte Nachrichtenseite Breitbart. Und Bannon und viele andere sagen selber, dass das am Ende für den Erfolg Trumps verantwortlich war. Ne? Also da haben Social Media, erst wir reden in weit über die Technologie und nicht so sehr über einzelne journalistische Fehler, dazu geführt, dass ein Populist am Ende im Weißen Haus gelandet ist. Um die Frage zu beantworten, in Deutschland ist es bei weitem nicht so eindeutig, wie Sie es gerade für Österreich beschrieben haben. Ich erlebe die Bild-Zeitung als vielseitig. Das ist nicht so klar, nicht so, wie Sie gerade die Kronenzeitung beschrieben haben und das Zusammenspiel mit der FPÖ. Vor einigen Tagen gab es in Bild den Bericht über die Flüchtlinge, die vermeintlich im Deutschtest durchfallen. Der ist enorm geteilt worden über Social Media und stimmte so nicht. Das hatte mal etwas von dem, was Sie gerade beschreiben, aber ich würde es auf keinen Fall Kampagne nennen. Ich würde nicht sagen, dass da eine zielgerichtete Kampagne liefe, gar im Zusammenspiel mit der AfD. Das gibt es nicht. Aber sicher
sicherlich hat die AfD von Social Media profitiert. Ich glaube auch sehr viel mehr als jetzt von einzelnen Talksendungen in den eher traditionellen Medien oder auch von einzelnen Artikeln jetzt in den großen Zeitungen und Zeitschriften. Die AfD, die Populisten, nicht nur eben in Deutschland, sie leben, sie atmen in den Social Media, sie bestätigen sich gegenseitig, sie machen sich gegenseitig auch stark, sie schaffen Identität da. Wer einmal ein oder zwei Shitstorms, Anja Reschke sitzt hier, dann von der Rechten erlebt hat, weil sie oder weil er etwas über die Flüchtlingskrise gesagt hat, was nicht so schrecklich war, was eher positiv liberal war, weiß, wovon ich spreche. Und Sie haben ja selber sowas erlebt vor ein paar Tagen erst. Ich habe, vor ein paar Wochen, als Sie auf dem Tagesthemen-Account den österreichischen Bundeskanzler, sagen wir mal, etwas despektierlich einen BIMF genannt haben. Ich bin froh, dass Sie sagen despektierlich, weil mehr war es auch nicht. Mehr war es nicht. Es war ein Kommentar zu einer sehr, also in meinem halb britischen Humorsinn angesiedelten Wahrnehmung, habe ich da eine sehr komische Karikatur gesehen, die ich dann auch charakterisiert habe. Und es brach etwas los, was ich nicht für möglich gehalten habe. Und Sie wissen schon, dass der Mann unser Bundeskanzler ist. Ich weiß, dass der Mann Bundeskanzler ist. Und ich weiß auch, dass viele Bundeskanzler schon mit vielen Sachen bedacht worden sind von Journalisten und Nicht-Journalisten. Und die haben es alle sehr gut überlebt und haben sich wahrscheinlich sehr wenig dafür interessiert. Gut, ich wollte eigentlich nicht darüber reden, sondern über Populisten allgemein und Medien, weil der Herr Brinkbeimer Amerika gesagt hat. Donald Trump hat ja sehr stark von Social Media gelebt, haben Sie schon gesagt, aber auch von klassischen Medien. Es gab das berühmte Zitat des Präsidenten von CBS, der im Wahlkampf gesagt hat, die Kampagne von Donald Trump may not be good for America, but it's damn good for CBS. Und CNN und die Kabelsender haben fast jeden Auftritt von Trump live übertragen und hatten damit hervorragende Quoten. Müssen die sich nicht sehr an der Nase nehmen? Doch, ja. Und ich glaube auch, dass die großen Zeitungen, Washington Post, New York Times vorneweg, vor der Wahl wirklich schwere Fehler gemacht haben in der Gewichtung von Themen in ihrer Berichterstattung. Also diese ständige Fokussierung auf die E-Mail-Affäre Hillary Clintons war nach meinem Gefühl, und ich kenne mich da ein bisschen aus, disproportional, ja, im Verhältnis zu dem, was in Sachen Donald Trump recherchiert wurde, total überdimensioniert. War das die Angst, einseitig zu erscheinen, dass man so viel negativ über Trump berichtet hat? Ich glaube, dass es bei der New York Times weiß ich es, ein extremer Drang ist, alles irgendwie gleichwertig nebeneinander zu stellen und alles, also wenn über den einen berichtet wird, muss auch über den anderen berichtet werden. Wenn es hier eine Enthüllung gibt, muss es auch da eine geben. Die Dinge stehen aber nicht gleichwertig da. Es gibt manchmal so etwas wie Wahrheit und manchmal gibt es Dinge, die skandalöser sind als andere und manchmal gibt es auch eine Affäre, die gar nicht so groß ist, wie sie zunächst einmal erschien. Die großen Zeitungen in Amerika haben sich, was Donald Trumps Steuern angeht, die Verflechtung seiner Firmen, das rechtsradikale Gedankengut, Nationalismus, Rassismus, vor der Wahl enorm zurückgehalten, weil er so ein unglaubliches Unterhaltungsphänomen war, ja? Weil er so glänzte und über Reality-TV in den Wahlkampf gekommen war und ein Star war. Er war ein Unterhaltungsphänomen. Und so nach und nach haben die Medien verstanden, Moment, der kann wirklich gewinnen und sind dann umgeschwenkt auf wirklichen Journalismus. Da war es aber in Wahrheit schon zu spät. Weil, und dann kommen wieder Social Media ins Spiel, er über Twitter, inzwischen sind 46 Millionen Follower, damals waren es, glaube ich, 23, 24 Millionen im Wahlkampf, weil er das alles aushebeln konnte und seine eigene Wirklichkeit schaffen und bestätigen konnte. Jetzt hatte die Washington Post gestern eine Statistik, wie oft hat Trump seit seiner Amtseinführung vor nicht ganz einem Jahr die Unwahrheit gesagt. Vor 1900 Mal. Ne? Vorgestern war die Marke von 2000 überschritten in nicht mal 365 Tagen. Jetzt nehmen es ja Politiker oft mit der Wahrheit nicht, sagen wir mal so, haben öfter mal ein instrumentelles und elastisches und strategisches Verhältnis zum Thema Wahrheit, aber tatsächlich fällt schon auf bei populistischen Politikern, dass die da noch mal großzügiger sind. Die werden auch sehr häufig dabei ertappt. Herr De Weck, warum schadet Ihnen das nicht? Das ist die neue Lage, dass sich die aufgeklärte Meinung, dass sich der aufgeklärte Journalismus nicht mehr unbedingt durchsetzt. Wir hatten immer Falschmeldungen, wir hatten immer Lügen in der Politik, aber meistens kam der Punkt, wo diese Falschmeldungen, diese Lügen dann korrigiert wurden.
Und heute haben wir gleichsam zwei Öffentlichkeiten. Diejenige des herkömmlichen Journalismus, verankert in den Werten der Aufklärung. Und wenn man diesen Journalismus aufs Einfachste herunterbrechen will, dann ist es Information suchen, prüfen, einordnen, gewichten, erklären, eventuell kommentieren und am Schluss, wenn ein Fehler geschehen sein sollte, auch korrigieren. Und dann haben wir die zweite Öffentlichkeit der sozialen Medien, in denen von diesen Aufklärungsfunktionen praktisch keine ausgeübt wird. Es wird im Grunde nur kommentiert, kommentiert, kommentiert und behauptet. Jetzt ist aber die Frage, warum interessiert das offenbar einen großen Teil der Bevölkerung dann nicht mehr? Ein amerikanischer Journalist hat über Trump gesagt, Trump ist ein Gefühl und wenn du dieses Gefühl hast, brauchst du keine Fakten mehr. Warum ist dieses Gefühl so weit verbreitet? Das ist dann die zweite Spaltung der Öffentlichkeit in einen Teil, der gar nicht mehr zugänglich ist, sondern nur sehr bedingt zugänglich ist für Fakten. Und der in seinem Teil der sozialen Medien, denn es gibt ja auch einen aufgeklärten Teil des Diskurses in den sozialen Medien, sich damit begnügt, letztlich in der eigenen Meinung bestärkt zu sein und fast nicht mehr erreichbar ist für die Widerlegung der eigenen Meinung. Und wir haben zudem eine Zeit der immensen Reideologisierung und Ideologen sind ja dadurch gekennzeichnet, dass wenn sie durch die Realität Lügen gestraft werden, sie noch ideologischer werden. Der Neoliberalismus, man hätte gedacht, er hätte nach der tiefen Finanz-, Wirtschafts- und Vertrauenskrise über die Bücher gehen können und etwas weniger ideologisch sein. Es wäre die Chance gewesen zu sagen, Markt nicht immer so toll, Staat nicht immer so toll, gehen wir pragmatisch damit um. Nein, der Neoliberalismus ist noch ideologischer geworden und diese Reideologisierungsphänomene, die sich ja, eine Ideologie will sich ja von den Fakten gar nicht mehr erreichen lassen, die hat umso stärker um sich greifen können, als der Bezug der herkömmlichen Medien, der herkömmlichen Gatekeeper nicht mehr notwendig war. Kam hinzu, dass unter dem Eindruck dessen, was wir in den sozialen Medien haben, das im journalistischen Gewande kommt, aber alle elementaren journalistischen Funktionen nicht erfüllt, die herkömmlichen Medien oft unter Zugzwang waren und Sachen brachten, um mitzuhalten mit den sozialen Medien, die das verstärkte den Trend zur Sensation so. Es ist eine etwas zu vereinfachte These in der Kürze, aber in dieser Richtung versuche ich, Erklärungswege zu finden. Jetzt gibt es aber noch einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema. Mit dem hat Herr Dobrindt kürzlich eine ganze Seite in der Welt vollgeschrieben, nämlich die angebliche linke Meinungsvorherrschaft in Deutschland durch selbsternannte Volkserzieher, die ja alle in einem nicht allzu weit von hier entfernten Berliner Stadtteil verortet. Wörtlich schreibt er, Deutschland ist nicht der Prenzlauer Berg, aber der Prenzlauer Berg bestimmt die öffentliche Debatte. Deshalb haben immer mehr Menschen den Eindruck, dass sie mit ihren Positionen, ihren Meinungen und im Alltag nicht mehr stattfinden. Liegt er da völlig falsch? Nein, nicht völlig falsch. Nicht völlig falsch. Natürlich ist Prenzlauer Berg und linkes Meinungsmonopol, das ist Quatsch. Manchmal wünsche ich mir das sogar, nebenbei bemerkt. Aber nein, wir haben eine progressive Mitte, die sehr stark war, die auch sehr stark personell in den Medien natürlich vertreten ist. Wir sind häufig auch in einer Blase, in einer Art Blase. Wir reden untereinander, wir kommen zu solchen Veranstaltungen, reden wieder übereinander und unsere Meinungen verfestigen sich. In dem Punkt hat Herr Dobrindt vielleicht recht, dass wir mehr hinhören müssen, was andere sagen, was andere Schichten sagen, andere Milieus sagen. Damit habe ich auch sehr wenig Probleme. Wir haben zum Beispiel jetzt in meinem Sender, in den anderen Sendern wird es ähnlich sein, auch immer wieder diese Diskussion, geht raus aus euren Stuben, ja, und geht zu den Leuten, also sei es Hearings oder sonst etwas und hört
einfach zu. Nur die Konsequenz daraus kann natürlich nicht sein, jetzt peitsch mich, ja, wir haben verstanden und wir waren so schrecklich elitär und so weiter und machen dann das, was so wabert in der Luft und die Themen. Wir sind auch noch Journalisten, wir haben ein Handwerk und wir müssen darüber befinden, worüber die Menschen reden, was sie bewegt, was sie erzürnt, das ist das eine. Das andere ist aber dann auch, was wir als Profis meinen, was sie wissen sollten, also Aufklärung. So, und dann nochmal, gibt es eine linke Hegemonie? Nein, die gibt es nicht, aber das, was da ist, könnte pointierter, angriffslustiger untereinander sein, das könnte polemischer sein, pardon, und so weiter. Es darf nicht gleichförmig werden. Manchmal denke ich über Strecken, ah ja, jetzt ist wieder die Berliner Blase dran und jetzt sind dann wieder die dran. Ich weiß schon fast, was kommt. Also da kann ganz bestimmt mehr Diversifikation dann auch im Journalismus passieren. Ja. Gemeint mit diesem Vorwurf sind ja oft die sogenannten Hamburger Medien. Bringt bei mir, jetzt zeigt tatsächlich ja jede bekannte Studie und auch die Lebenserfahrung, dass in den allermeisten Redaktionen, zumindest nationaler Medien, die Journalisten überdurchschnittlich links und liberal wählen und eher mal nicht rechts. Inwieweit haben denn da Medien auch Fehler in der Rekrutierung gemacht? Jetzt nicht so sehr, dass sie unbedingt ihre Journalisten irgendwie vorher fragen vor der Anstellung, was sie denn wählen, aber indem wir alle aus sehr ähnlichen Milieus kommen. Journalismus ist doch in den letzten Jahren tatsächlich ein Beruf letztlich für Bürgerkinder geworden, akademisiert, alle kommen aus relativ ähnlichen Milieus, sind auf die gleichen Journalistenschulen gegangen, wohnen möglicherweise in den gleichen Stadtteilen. Haben wir da auch Fehler gemacht? Ja, ich glaube schon. Bei der Einstellung jüngerer Journalisten in früheren Jahren stellten dann ältere weiße Männer jüngere weiße Männer ein, die aus den gleichen sozialen Umfeldern kamen. Das war schon mehrheitlich so, natürlich nicht ausschließlich, aber mehrheitlich. Und jetzt, 2018, ist das vielen Redaktionen bewusst und sie würden es gerne verändern, jetzt müssen sie aber sparen. Und weil es einen Strukturwandel gibt, wird nicht mehr so viel eingestellt. Also wir haben keinen Einstellungsstopp, stellen aber auch weniger junge Journalistinnen und Journalisten ein als in früheren Jahren. Überall ist es ein bisschen vorsichtiger, weil man nicht weiß, was die mediale Zukunft so bringt und was vor allem die Anzeigenentwicklung so bringen wird. Ne? Also ja, klar ist das ein Problem. Und dass Medien eine Heimat haben, und bei uns ist das Hamburg, und dann von dieser Heimat, und Berlin, also wir sind vor allem in Hamburg und Berlin organisiert natürlich, dass man dann von dort aus in die Welt schaut und nicht in Dresden ist, führt dazu, dass man einen bestimmten Blick auf die Welt hat. Trotzdem würde ich immer sagen, gute Journalisten, und das würde ich für die Spiegelredaktion selbstverständlich in Anspruch nehmen, sind so weltoffen, dass sie sich auf alle anderen Lebensumstände einlassen, neugierig sind, ohne Vorurteile hingehen und am Ende sagen, was ist, Motto unseres Herausgebers. Also schreiben, was wirklich recherchiert wurde. Und um auf Dobrindt zurückzukommen, ich würde Frau Mikic widersprechen oder Sonja widersprechen, selbstverständlich hat er Unrecht. Es gibt, weil er unterstellt, dass es Absprachen gäbe, dass es so etwas wie eine verabredete Haltung gäbe. Und das ist schlicht und einfach Unfug. Die Süddeutsche debattiert mit dem Spiegel, wir streiten über Leitartikel oder auf Podien. Es gibt konservative Medien in Deutschland wie die Welt, die selbstverständlich prominente Stimmen hat. Es gibt liberalere, das ist eine Meinungsvielfalt. Das wirkliche Problem, hatten wir gerade schon mal kurz, sind soziale Medien und die sogenannten Filterblasen, die dort entstehen, weil über Like und Share die Leute das zugespielt bekommen, was sie beim letzten Mal geliked und geshared haben, schreckliche Wörter, und dann geht es halt immer weiter und sorgt dafür, dass die Leute nur noch einen Ausschnitt der Wirklichkeit sehen. Das ist das Problem. Trotzdem gern bei unseren Medien bleiben, weil die können wir tatsächlich beeinflussen. Es gibt keine Absprachen, da haben Sie ganz sicher recht. Der britische Autor David Goodhart hat was sehr Interessantes gesagt in einem Interview mit der NZZ vor ein paar Tagen. Er unterteilt die Gesellschaft in sogenannte Anywheres und in Somewheres. Ja, und er sagt, Somewheres, das sind Menschen, die an einem Ort verwurzelt sind, eine weniger gute Ausbildung haben. Sie legen Wert auf Sicherheit, Tradition, Familie. Veränderungen mögen sie nicht. Sind Fabrikarbeiter, Ladenbesitzer, Bauern, Hausfrauen, oft aus ländlichen Regionen, machen etwa die Hälfte der Bevölkerung aus. Anywheres sind Menschen mit Universitätsabschluss, mobil, urban. Sie legen Wert auf Autonomie, Offenheit, ihre eigene Leistung, denken liberal und global.
Diese Gruppe ist sehr stark gewachsen, sagt er, von 5 auf mindestens 25% der Bevölkerung. Aber, das wäre jetzt meine These, ich würde behaupten, praktisch alle Journalisten in Leitmedien sind anywheres. Genau, und deswegen, wenn ich darf. Darf ich noch den Satz? Insofern, und der Unterschied, sagt er, zeigt sich primär in einer Frage, nämlich in Kulturfragen, in so Themen wie Ehe für alle, Sensibilität für Genderfragen, Political Correctness. Und da sind die Somewheres jetzt nicht grundsätzlich reaktionär, sagt er, sondern denen ist das einfach nicht so wichtig wie den Anywheres. Und deswegen haben sie das Gefühl, sie werden nicht mehr verstanden, da wird in den Medien werden Themen betont, die für sie nicht so wichtig sind. Hat das was? Ich finde, es hat was, ja. Und deswegen muss ich dir dann doch widersprechen. Natürlich gibt es einen großen Unterschied zwischen der NZZ und der Taz. Das ist völlig klar. Aber trotzdem ist die Gruppe der Medienschaffenden doch recht homogen. Das meinte ich vorhin damit. Recht homogen. Und da kann man aber gegensteuern. Wir sind ja auch ein bisschen zusammengekommen, also wie geht es weiter, was kann man tun und so weiter. Du hast natürlich zu Recht Einstellungshinderlichkeiten genannt oder Stopp oder wie auch immer. Wir leiden auch darunter, wir Öffentlich-Rechtlichen, aber da ist in den letzten Jahren sehr viel passiert und ich hebe zum Beispiel sehr stark auf Sichtbarkeit ab. Fernsehen, klar, Gesichter. Wir haben sehr viel mehr Gesichter aus sehr unterschiedlichen Kulturen und so weiter. Wir haben da viel für getan. Es gibt Programme, es gibt ein Projekt Grenzenlos beim WDR, um eben Menschen aus Migrationsfamilien oder Historien zu holen. Was wir aber nicht haben, und das ist Ihre Frage, haben wir tatsächlich die Somewheres, ja? Ich finde den Begriff gut. Die sind nicht nur dumm und nicht nur reaktionär und wollen nicht nur irgendwie Kochsendungen und so weiter haben. Haben wir die im Blick? Wenn wir die im Blick haben, fein. Ich bezweifle das manchmal. Wenn wir sie aber nicht, ja, eben. Wir versuchen jetzt, weil wir das auch erkannt haben, dass da ein Defizit ist, wir versuchen durch Rekrutierung von Volontären, zum Beispiel diese unendliche Hürde, abgeschlossenes Hochschulstudium, ist jetzt in Frage gestellt. In einigen einzelnen Sendern schon völlig gekippt, in anderen in Frage gestellt. Ausnahmen sind möglich und so weiter. Das ist eine Möglichkeit. Menschen aus anderen Milieus, also nicht nur die Frauenfrage, nicht nur die Migrationshintergrundsfrage, sondern tatsächlich die verschiedenen sozialen Milieus, da wünsche ich mir einiges, das ist angekommen, das ist erkannt, das wirkt sich noch nicht aus. Aber ich gebe auch zu bedenken, was manchmal ganz lustig ist, so ein Typ wie Fritz Pleitgen, den hier viele noch kennen, oder auch Nowotny, ich bin noch nicht einmal sicher, ob sie Abitur hatten. Ja, so, das wäre, stimmt das? Genau. So, das heißt aber, solche Karrieren waren jahrzehntelang nicht möglich. Und da, ich behaupte nicht jetzt, dass alle einen Ansturm machen sollen und so weiter, aber das weicht auf aus der Erkenntnis, wir haben verdammt nochmal die gesamte Gesellschaft abzubilden und nicht nur uns selber zu reproduzieren, uns die Akademiker, die Intellektuellen. Wir haben leider nur mehr wenige Minuten und die muss ich nützen, ja, der Weg, weil Sie bei uns sind und weil es so ein dringendes Thema ist. In der Schweiz gibt es am 4. März eine Volksabstimmung über die Gebühren für den öffentlichen Rundfunk. Das wird interessanterweise gar nicht so sehr von der SVP als Partei betrieben, wohl von ihrer Jugendorganisation, aber noch nicht von der Partei als Gesamten, sondern es kam mehr von jungen Liberalen her. Und es scheint erstaunlich populär zu sein. Nach den derzeit vorhandenen Umfragen könnte das eine Mehrheit bekommen. Wie konnte das passieren? Ich bin zuversichtlich, dass dieses Volksbegehren abgelehnt wird. Und die Meinungsbildung hat erst richtig angefangen und die allerfrühesten Umfragen waren nicht über jeden Verdacht erhaben. Es sind vier Kräfte, die sich gebündelt haben. Diejenigen, die aus neoliberaler Sicht alles Öffentliche oder angeblich Staatliche, sie diffamieren ja uns als Staatsradio, Staatsfernsehen, die finden das dann weg. Diejenigen, die glauben, es gäbe ein kommerzielles Potenzial, wenn die öffentlichen Medienhäuser geschwächt werden, was in der Schweiz eine absolute Illusion ist. Noch niemand hat auf diesem kleinen viersprachigen Markt mit audiovisueller Produktion Geld verdient. Diejenigen, die Medienmacht wollen, weil man in der Schweiz mit Journalismus praktisch kein Geld mehr verdient, investieren in die Medien populistische Politiker wie Christoph Blocher, sein Milliardärsfreund Walter Frey, kaufen Zeitungen oder kontrollieren sie und sie möchten das unabhängige Medienhaus SRG, das sich ihrem Zugriff entzieht,
schlicht und einfach schwächen oder beseitigen. Und der eine Milliardär finanziert ja auch diese Nobilag-Volksinitiative. Und die vierte Kraft, das sind diejenigen, die sich dem, und das war hochaktuell heute Morgen, wie wir da diskutierten, auch mit unserem Soziologen, die Entsolidarisierung, diejenigen, die zusehends sagen, ich zahle nur für das, was ich nutze. Nach diesem Prinzip gibt es keine Bahn, keine Museen, keine Akademie der Künste und vieles andere nicht in der Gesellschaft. Die haben sich gebündelt, begleitet von dem Lärm privater Medien, die alle außerordentlich einseitig und mit starkem Bias über öffentliche Anbieter seit 10 Jahren berichten. Und auch das Spiegel-Titelblatt war hier ganz symptomatisch für eine Art und Weise, wie man diesen Bias letztlich pflegt und pflegt und pflegt und steht der Tropfen hüllt den Stein. Es gibt jetzt ein Kippen. Es gibt mehr und mehr Journalisten, die sich fragen in der Schweiz, ja, will ich wirklich noch den letzten Ort, wo man vernünftigen Journalismus machen kann, oder einen der letzten Orte, wo man vernünftigen Journalismus machen kann, will ich den auch noch dazu beitragen, dass der beseitigt wird? Aber das war eine späte Reaktion. Das hat alles... Sie haben vier Kräfte genannt, die das begünstigen. Sie haben nicht genannt die SRG selber. Jetzt hat die SRG ja, Gott sei Dank, unglaubliche Reichweiten, erreicht sehr, sehr viele Schweizer. Müsste eigentlich nicht bei so einer Initiative von vornherein klar sein, dass 80% der Schweizer diese Initiative ablehnen, weil sie sagen, die SRG, die wollen wir haben und die ist uns das wert. Warum ist das nicht so? Die Gebühren sind die höchsten von Europa. Derzeit 450 Franken, sie sinken auf 365 Franken, ein Franken pro Tag. Warum? Weil die SRG Programme in 4 Sprachen produziert. Sonst wäre es eine Gebühr von etwa 180 Franken. Also europäischer Durchschnitt, wie man das in Deutschland oder Österreich hat. Das ist der eine Aspekt. In einer Zeit, in der die Kaufkraft eher stagniert oder teilweise auch abgenommen hat. Der andere Aspekt ist, dass wenn es eine Volksabstimmung gibt über ein Medienhaus, fast schon zum Glück, müsste man sagen, unglaublich viele kleine Denkzettel da sind. Der eine kann diese Sendung nicht ausstehen, der andere findet eben, das ist eine linke Bande. Die Dritten sagen, braucht keinen Sport. Die Vierten sagen, aber bitte keine Kultur, niemand schaut zu, niemand hört zu. Der Fünfte sagt, warum so viel Geld für das italienischsprachige Radio und Fernsehen in der Schweiz, wo es doch nur 350.000 sind. Im Gesetz steht gleichwertiges Angebot auf Deutsch, Französisch, Italienisch. Das ist ein Schlüssel, diese gute Behandlung der Minderheiten, ein Schlüssel für die Schweizer Stabilität, auch als Grundlage ihres wirtschaftlichen Erfolgs. Aber viele fragen sich, muss das wirklich sein? Und viele sehen auch den Zusammenhang zwischen Gebührenfinanzierung einerseits auf einem Markt, wo man kommerziell sowieso fast nichts produzieren kann, und guten Sendungen nicht ein. Einer dieser jungen Leute des Volksbegehrens Nobilag sagte, ich brauche die SRG nicht, denn die Tagesschau schaue ich auf YouTube an. Also es wird viel über die Distribution geredet und nicht über die Produktion. Das heißt natürlich nicht, dass die SRG sicher auch ihre Fehler gemacht hat. Jedes Medienhaus macht ja auch Fehler, hat Stärken und Schwächen in seinem Programm. Aber man sieht, dass es gibt so eine grundsätzliche Infragestellung, manchmal eine schlechte Laune. Aber wenn zur Debatte steht, dass man abbauen sollte, die Medienkommission der großen Kammer unseres Parlaments überlegt es sich, wir sollten die Musiksparten-Sender einstellen, für Pop, für Jazz, für Klassik, für Volksmusik. Da wollten die Volkskulturverbände in der Schweiz höchst einflussreich, die planten schon einen Marsch auf Bern. Also im Abstrakten sagt man Abbau, ja, das ist zu groß. Und in der Tat haben wir eine Vielzahl von Kanälen, weil wir ein 4-sprachiges Land sind. Da gibt es entsprechend automatisch viele Kanäle. Aber wenn es dann ganz konkret darum geht, was abzubauen, sind die Widerstände ganz gewaltig. Die Alphörner werden hoffentlich die SRG retten. Alle Medienhäuser machen Fehler. Herr Brinkbäumer, zum Beispiel so garstige Titelgeschichten im Spiegel über öffentlich-rechtliche Medien. Was ist Ihnen denn da eingefallen? Wer sagt jetzt, dass das ein Fehler sei? Das sagen Sie. Ja, das behaupte ich jetzt mal als sozusagen kontrafaktische These. So. Bitte? nein, kein Fehler. Die
Also was mir wichtig ist, das ist mir deshalb wichtig, weil hinterher in der Diskussion über diesen Titeltext da einiges durcheinander ging, ist eine Unterscheidung zwischen Interessen des Spiegelverlages und Journalismus, den wir machen. Und das geht, das hat nichts miteinander zu tun. Ja? Unser wirtschaftliches Interesse wäre, wenn man zum Beispiel Spiegel TV sich anschaut, natürlich ein ganz anderes als der Inhalt dieses Textes. Ne? Also gehen wir mal auf den Text ein und was mögliche Fehler angeht. Wir haben kritisiert Einfluss der Politik auf öffentlich-rechtliche Sender, über Rundfunkräte, über die Gestaltung dritter Programme und dergleichen. Das halte ich für eine berechtigte Kritik. Wir haben kritisiert die Pläne der Öffentlich-Rechtlichen, den Online-Journalismus immer weiter auszudehnen. Das ist im Moment eine Mediendebatte, die in Deutschland geführt wird. Wir haben, ich will jetzt nicht allzu weit ausholen, der Text lässt sich ja nachlesen, wir haben kleinere Dinge kritisiert, wie das Recherchenetzwerk NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung, das bei mehreren Dingen nach meinem Gefühl medienrechtlich bedenklich ist und Dinge unterläuft, die man in Deutschland nicht unterlaufen sollte, wenn man fair Journalismus macht und wenn man fair Werbung machen möchte. Um solche Dinge ging es da und ich halte den Text selbstverständlich für berechtigt. Jetzt gibt es Sie kriegen das Schlusswort, Frau Mikic. Aber das kann man so ganz kurz, eine Minute ganz, vor vier ganz, anfangen. Genau, ganz kurz nachfragen. Jetzt gibt es in Deutschland keine nationalen Volksabstimmungen. Aufgrund der Verfassung gäbe es eine und würde hier abgestimmt über die Rundfunkgebühren. Ja. Wie würden Sie denn abstimmen? Ich bin selbstverständlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und würde selbstverständlich niemals für dessen Abschaffung stimmen. Und das hat aber auch der Text nicht getan, das war nicht insinuiert. Selbstverständlich lobe und preise ich die Öffentlich-Rechtlichen für alle Informationsprogramme. Ob das, was im Fußball ausgegeben wird, wiederum richtig ist, ob das die Reduzierung der Dokumente... Ich hätte vor dem letzten Halbsatz aufhören sollen. Der, ja. Lobe und preise die Öffentlich-Rechtlichen. Ob die Reduktion der Dokumentationen, der Informationssendungen aller Art gerechtfertigt ist, wenn dann aber Gebühren eher steigen als sinken, das sind Fragen, die man stellen muss. Und das finde ich tatsächlich. Ja, das Interessante, Entschuldigung, Roger, wir waren auf dem Titelbild. Das Interessante war ja, dass Titelbild und Text meilenweit auseinander lagen. Und das ist nicht das erste Mal beim Spiegel, dass der Titel sehr aggressiv ist und dämonisierend. Und der Text eigentlich, ja, okay, kann man so denken, ja, hier, da und dort ist auch eine berechtigte Kritik. Aber ich fand das schon sehr lustig, weil zum Beispiel mit dieser Recherchekooperation, wir beide haben Barack Obama als Kooperation nur bekommen, weil wir zusammen gemacht haben, öffentlich-rechtlich und privat. Bitte? Ja, also, das war eine Kooperation, hättet ihr ja dann redlicherweise auch nicht machen dürfen. Oder es gibt dann eben Zusammenarbeit von einzelnen Politmagazinen mit Spiegel Online. Es gibt, der Punkt jetzt, er ist einfach einer der vielen Punkte, der auf ganz, ganz dünnem Eis ist. Jetzt wollte ich aber in der letzten Runde nicht Spiegelkritik betreiben. Loben und preisen Sie ganz kurz noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der letzten natürlich. Runde. Natürlich lobe ich und preise ich. Ich frage ernsthafter, weil es diese Debatte in der Schweiz gibt, wir hoffen als öffentlich-rechtliche Journalisten, dass das gut ausgeht. Ja. Möglicherweise geht es aber nicht gut aus. Also viele Schweizer Journalisten haben Angst. Haben wir öffentlich-rechtliche Medien auch Fehler gemacht, die das begünstigen? Wir haben Fehler gemacht, die sind größtenteils korrigiert worden. Ein Fehler, das haben wir vorhin gestreift. Nämlich sind wir breit genug in unserem Themenangebot, diversifizieren wir genug, kommen wir rüber als elitäre Blase, ja oder nein, reichen wir Informationen von oben nach unten oder gehen wir in Dialoge ein, das ist alles erkannt, intern, extern, auf Podien wie diese, es ist erkannt, es wird angegangen, sowas dauert seine Zeit, aber ich bin nicht bang, dass wir Fehler nicht korrigieren können, dass wir zementartig immer dasselbe machen, nein. Wir sind auch in einer Neufindung und im Übrigen die Standards des Journalismus, die galten vor 50 Jahren, die gelten jetzt und die werden in 50 Jahren gelten und das Öffentlich-Rechtliche steht dafür. Aber die öffentlichen Anbieter sind in dieser Debatte Partei. Die Populisten wollen ja die Institutionen in unseren Demokratien schwächen. Macht auch ein Trump.
der die erste Gewalt und die dritte Gewalt und die vierte Gewalt missachtet, verachtet. Die Populisten wollen die Institutionen zugunsten personaler Macht schwächen, wohingegen öffentliche Anbieter sich nach wie vor massiv für die Arbeit der Institutionen der Demokratischen interessieren. Das ist nicht gefragt. Das Zweite, die öffentlichen Anbieter schaffen Gesamtöffentlichkeit, wo Polarisierer überhaupt kein Interesse haben an Gesamtöffentlichkeit, denn nur in Blasen kann man polarisieren, nicht wenn man eine Gesamtöffentlichkeit schafft, die letztlich diskursfähig bleibt. Und zum Dritten, die Leistungsaufträge öffentlicher Anbieter, ob nun ARD, ZDF, SRG in der Schweiz, BBC, die schöpfen aus den Werten der Aufklärung. Fundierte Meinungsbildung zwecks guter Demokratie, Respekt vor Minderheiten, Respekt vor der Menschenwürde, Integration, Inklusion und Förderung der Kultur, also des Zivilisierten. Und diese Kräfte, die die öffentlichen Medienhäuser bekämpfen, bekämpfen genau diese Werte. Sie stehen nicht mehr zu den Werten der Aufklärung. Und dass das auch mal thematisiert würde in privaten Medien, habe ich bis jetzt nicht gelesen. Und das würde ich mir wünschen. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Hier sitzt ein sympathischer junger Mann in der ersten Reihe, der schon seit 3 Minuten ein Schild hochhält, auf dem Ende steht. Das muss ich jetzt leider zur Kenntnis nehmen, Herr Brinkbäumer. Ich liebe den Spiegel seit 35 Jahren. Wir müssen es einfach an dieser Stelle jetzt abbrechen. Wir haben Und wenn gelernt, etwas wirklich falsch war, würde ich es so gern korrigieren. Eine sachliche Richtigstellung in einem Satz. Dann muss ich ein Semikolon machen zwischendurch. Ich habe an keiner Stelle journalistische Kooperationen kritisiert. Ja? Und das ist mir tatsächlich wirklich wichtig. Wir haben selber europaweite Recherchenetzwerke, Investigativnetzwerke. Ich finde eine Kooperation wie die mit dem WDR in Sachen Obama hervorragend. Es hat Freude gemacht, es war effektiv. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt sind, nennen wir es mal vorsichtig oder nicht ganz so vorsichtig, mögliche Quersubventionen privater Medien durch öffentlich-rechtliche Gelder und Unterlaufung von Werberichtlinien, Dauerschleifen. Das kann man jetzt aber tatsächlich in Ihrer Geschichte nachlesen. Unterschiede. Das sind Unterschiede. Ja. Mhm. Vielen Dank für diese sachliche Berichtigung noch. Mhm. Ganz zu Beginn hat der Herr Radisch gesagt, am Beginn dieses Tages, wir wollen keine Rechtspopulisten überzeugen. Ich möchte da ganz kurz widersprechen. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, zuzuschauen, die Rechte oder Linke oder sonstige Populisten davon zu überzeugen, dass seriöse und öffentlich-rechtliche Medien sinnvoll und wichtig sind. Das wird hier im Raum wahrscheinlich mangels Präsenz schwierig sein, hat ein bisschen was von Predigt an die Kirche an sich, aber möglicherweise im Livestream. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Sie. Danke. Für Ihre Danke.